Was nach Zukunft aussieht, ist heute Vergangenheit. Bis zur Wende war es Gegenwart. 3.400 Hallen, die sind auf dem Gebiet der DDR ja nicht zu übersehen gewesen. Eine Konstruktion, die ihrer Zeit voraus war, in Westmecklenburg erfunden. Es ist halt ein Symbol für Flexibilität, für Veränderlichkeit, für eine Nicht-Festgelegtheit und eben eine gewisse Freiheit, die man mit der Raumerweiterungshalle hat. Also man musste einfach Restaurants, Einkaufshallen, sogenannte Konsums wieder bauen, Kirchen, Kindergärten bauen, und zwar sehr schnell, weil einfach viel Bestand nach dem Krieg zerstört war. Und genau an der Stelle kam die Raumerweiterungshalle zum Tragen. Also man hat einen flexiblen Raum gesucht, der überall möglichst schnell aufzustellen war. Und offensichtlich war eben die Firma Boot in Beutzenburg fähig, dieses Prinzip zu entwickeln und auch in der Menge entsprechend zu produzieren. Danke. Man würde fast meinen, dass die Raumerweiterungshalle von dem Designer entworfen worden ist, mit diesen runden Ecken und mit dieser Aluminiumoberfläche. Das könnte Design sein, ist aber eine reine Ingenieursentwicklung. Die Grundidee der Form selbst habe ich eigentlich mich inspirieren lassen von verschiedenen Autobahnbrücken am Berliner Ring, wo also die Statik dieses runde bedingte. Und mir gefiel das. Die Form ist elegant und reduziert, wirkt heute modern und visionär. Ich denke, dass der Zeitgeist auch inspiriert hat zu der Zeit, weil zu der Zeit waren natürlich Raumflüge angesagt, es gab Raumkapseln, es gab schnelle Züge, die man entwickelt hat, schnelle Sportwagen, und die sahen natürlich alle so ähnlich aus wie die Raumerweiterungshalle. Deswegen, denke ich, hat man die Raumerweiterungshalle lange Zeit nicht wirklich ernst genommen. Man dachte immer, na ja, das ist ja so in 5, 6, 7 Jahren sowieso wieder weg und dann haben wir ein anständiges Gebäude. Aber wie das häufig so ist mit Provisorien, und das ist ja als Provisorium angedacht gewesen, sind Provisorien häufig länger als gedacht und etablieren sich dann. Der Durchbruch kommt 1970. Diese Erscheinung auf der Leipziger Messe dann brachte für den Betrieb einen großen Vorzug hinsichtlich Auftragseingang. Der hat dann auch bedingt, dass wir von der Handarbeit unter freiem Himmel dann auf Taktstraßenfertigung auf einem neuartigen Betriebsgelände umgestellt haben. Im Beutzenburger Werk arbeiten 175 Angestellte. Sie bauen neben Landmaschinen vor allem die Raumerweiterungshallen. Auf einer Fläche von 70.000 Quadratmetern wird produziert. Für die ganze DDR. Denn die Hallen sind gut zu transportieren und leicht aufzubauen. Das Besondere bei dieser Verstelltechnik ist ja, dass die dann auch wirklich mit einfachsten Mitteln funktioniert. Also man muss sich ja vorstellen, dass das ohne Elektromotor, ohne Elektroantrieb funktioniert. Nur über eine Kurbel und über einen Flaschenzug kann man dieses Gebäude auseinanderziehen und mit ganz, ganz einfachen Mitteln. Und das ist schon erstaunlich, dass es funktioniert. Das ist das Spezielle, wie es sonst nirgendwo existiert, dass man quasi eine Teleskopform entwickelt und diesen Raum dynamisch vergrößern kann. Bis zu einer Länge von 16 Metern kann die Halle ausgezogen werden, mit einer Grundfläche von 128 Quadratmetern. Von Beutzenburg aus werden die Hallen sogar bis nach Afrika geliefert. Doch 1989 endet die Produktion. Das war so, dass diese Halle auf den westdeutschen Markt nicht absetzbar war. Es war versucht bei der Hannover Messe, also es ging nicht. Es war
zu viel körperliche Arbeit, um diese Halle aufzubauen. Heute werden noch erhaltene Hallen im Internet für bis zu 10.000 Euro angeboten. Jetzt, denke ich, vermisst man die teilweise schon, weil es gibt natürlich dann die Erinnerungen, das erste Eis oder das Treffen mit der Familie oder der Kindergarten in der Raumerweiterungshalle. Und jetzt kommen die Erinnerungen wieder und jetzt sind aber alle Raumerweiterungshallen weg. Fast alle sind mittlerweile verschrottet. Und das ist schon unglaublich, dass von diesen knapp 3.000 Hallen vielleicht eine Handvoll oder 10 oder 20 nur übrig geblieben sind. Mittlerweile erinnern vor allem Spielzeugmodelle an die transportable Raumerweiterungshalle. Eine Idee, die den Alltag der DDR prägte.